Am Anfang werden wir allerdings Ismail Küppeli bitten, etwas über die Situation in der Türkei zu erzählen. In der Türkei ist seit Juli 2015 ein offener Krieg in den kurdischen Gebieten mit über 8000 Toten. Viele kurdische Städte sind zerstört. Etwa 400.000 Menschen sind auf der Flucht innerhalb der Türkei. Ein massiver Krieg, der auch dazu geführt hat, dass die ethnischen Spaltungen in der Türkei nochmal deutlich zugenommen haben. Und ein Krieg, der dazu geführt hat, dass die AKP eigentlich die politische Landschaft wieder unter ihrer Kontrolle hat. Das wird natürlich dazu führen, dass wenn wir jetzt von einem Bürgerkrieg in der Türkei reden, dass spätestens dann davon zu reden sein wird, weil eigentlich Öcalan eine der letzten Stimmen ist, die dafür gesorgt haben, relativ lange dafür gesorgt haben, dass der Krieg nicht offen ausgebrochen ist. Und wenn die Todesstrafe an Öcalan wirklich verhängt wird, dann kann man sich eigentlich vorstellen, was in kurdischen Gebieten passiert. Dann kann man sich auch vorstellen, was dies heißt für eine Friedenslösung irgendwann. Weil das wird auf viele, viele Jahre dann nicht mehr möglich sein. Eins, zwei, drei und... Der Vater ist Vertreter und ein ehrenwerter Mann. Die Mutter eine Dame, die man selten finden kann. Der Sohn drum nach Wissen und Gewissen. Ein anständiges Dinge werden müssen. Doch Gott ist Wege, sind einmal verworren und diskret. Obwohl der Sohn studierte an der Universität, hat er, wer hätte damals das gedacht, den Eltern nichts wie Schimpf und Schande eingebracht. Sie schleichen durch die Stadt und schauen niemand ins Gesicht. Der missgeratene Sohn ist nämlich, wissen Sie noch nicht, arme Mensch ist General. Es ist wahrhaftig ein Skandal. Er hätte wirklich und dafür wird er noch brennen, auf seine Mutter etwas Rücksicht nehmen können. Er läuft umher und tut sich groß mit einem Streifen auf der Brust. Die Mutter weint, die Augen blind. Er spielt Soldat, als wäre noch ein kleines Kind. Macht Leuten Angst und schlägt Verwalt, damit man merken soll, er ist der General. Töchter und die Waffen nehmen her. Die erste ist verheiratet, ich glaube mit der Chauffeur. Die zweite geht sogar mit einem Doktor. Der wird sie einmal heiraten zum Sonntag. Die dritte ist noch ledig und sie lässt sich etwas Zeit. Man sagt, sie wird es schwer haben, wenn sie kennt so viele Leute. Muss man dabei einräumen, den Kind. Das ist zumindest eine Sache gut verdient. Und nur der eine Sohn hat sich so fürchterlich verirrt. Für ihn ist es nur wichtig, dass man schön im Takt marschiert. Links, links, zwei, drei, vier, fünf. Links, zwei, drei, vier, fünf. Yeah.
aus. Rosa Luxemburg ist ja nicht nur die Namensträgerin unserer Stiftung, sondern eine der bedeutendsten Denkerinnen und Politikerinnen, also eine, die wie kaum eine andere Person, Frau sowieso, aber auch Person des öffentlichen Lebens, politisches Handeln, Theorie und Praxis zusammengebracht hat und bis heute eigentlich eine mit ihrer revolutionären Realpolitik einen Fixstern, einen Polarstern bietet oder eine Idee, wie Politik gestaltet werden müsste, die Kunst der Politik gestaltet werden müsste, um im Hier und Jetzt zu agieren und trotzdem das revolutionäre Fernziel nicht aus den Augen zu verlieren. Jetzt möchte ich gerne, habe ich schon ein bisschen eingeleitet in die Frage Rosa Luxemburg und Rosa Luxemburg Stiftung. Meistens wird ja dann einer Person die besondere Ehre zuteil, ein paar Sätze zu sagen über den Werdegang der Stiftung, über die Frage, was hat die Stiftung hier gemacht, was ist die Rosa-Luxemburg-Stiftung in Nordrhein-Westfalen anlässlich dieses Jubiläums. Und da würde ich gerne übergeben an unseren Vorsitzenden Karl-Heinz Heinemann. Ich möchte zunächst mal allen Mitwirkenden und Mitarbeitenden danken, denen von heute Abend und insgesamt an der Arbeit unserer Stiftung. Wir haben ja keine Medaillen zu vergeben, aber dennoch, also ganz persönlich danken möchte ich den Menschen unseres Büros, Melanie, Rainer, Joachim und Anna. Es ist ja nicht nur, dass sie eine sehr gute Arbeit leisten, sondern mir macht es einfach Spaß und es ist inspirierend, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die ich auch übrigens bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung gemacht habe im vergangenen Jahr, dass es wichtig ist, dass politische Arbeit auch was mit Lust zu tun haben soll. Und danke auch an die Mitwirkenden von heute Abend und insbesondere an Hermann Taube und den Chor, den wir gerade gehört haben und natürlich an das Team vom Bahnhof Langendreher, das uns schon lange ein wunderbarer und engagierter Gastgeber ist. Wir haben hier schon seit vielen Jahren gemeinsame Veranstaltungen gemacht, der Rosa-Luxemburg-Club Bochum, aber wir haben hier auch schon landesweite, sogar bundesweite Tagungen, zum Beispiel Cross Solidarity gemacht, wo es also um Internationalismus gegangen ist. Und der Bahnhof ist das größte soziokulturelle Zentrum im Revier und hat in diesem Jahr auch schon sein 30. Jubiläum gefeiert. Und in diesem Monat findet noch am 26.11. hier in Kooperation mit uns auch die Tagung zwischen Aufrüstung und Border Struggles, Alternativen zum europäischen Grenzregime statt, wo unter anderem Tamara Bakovic-Lajic vom serbischen Forum Roma da sein wird, die mit unserem Büro auch in Belgrad eng zusammenarbeitet und die hier auf Speakers Tour ist. Ja, zurück zur politischen Bildung, die wir machen. Die Krise der Demokratie, der rasante Legitimationsverlust der Europäischen Union, der Rechtspopulismus und nun diese merkwürdigen Wahlen in den USA. Oskar Necht hat in dieser Woche in einem Interview die geringe Wirksamkeit von Vernunft beklagt. Und dann wird er gefragt, bevor es nun zu depressiv wird, sagt der Interviewer, wo er denn mögliche Auswege und Lösungen sieht, und er antwortet: Bildung. Politische Bildung muss auf allen Ebenen intensiviert werden. Bildung, das Verlassen auf die eigene Urteilskraft hilft, Autoritätsfixierungen zu überwinden. Daran arbeiten wir getreu dem Untertitel der Stiftung Gesellschaftsanalyse und politische Bildung. Wir waren auf der Feier zum 70. Jahrestag der Landeszentrale für politische Bildung im Landtag in Düsseldorf und da wurde das Motto hervorgeholt, unter dem man 1946 unter der Ägide der britischen Besatzung damals angetreten ist, Selling Democracy. Und die politische Bildung müht sich heute wie vor 70 Jahren, als es galt, Nazis den Wert demokratischer Institutionen zu erklären, Demokratie zu verkaufen. Politikerinnen mahnen angesichts von AfD und EU-Verdrossenheit, von mieser Wahlbeteiligung, politische Bildner müssen die Demokratie attraktiver erscheinen lassen. Und genau das ist nicht unser Ansatz. Wir wollen nicht ein Produkt verkaufen, dessen Wert gerade von der Politik ständig in Frage gestellt wird. Politische Bildung kann nicht mit der Unterstützung der etablierten Politiker rechnen, sondern muss oft gegen sie arbeiten. Dass Menschen sich resigniert von der Politik abwenden, kommt ja nicht von ungefähr.
Wenn angesichts des Widerstands der Wallonie zum Beispiel gegen CETA erklärt wird, wie störend doch solche Einflüsse von unten sein können, wenn Demonstrationen gegen TTIP kaum noch zur Kenntnis genommen werden, wenn die Kräfte schikaniert werden, die etwa in Dresden sich in Demos gegen die rechten Populisten wenden, all das lässt den Eindruck aufkommen, es gebe keine Alternative, es bringt nichts, sich politisch zu engagieren. Für uns findet politische Bildung dort statt, wo Menschen sich, wie Nick sagt, auf ihre Urteilskraft verlassen und selbst versuchen, ihre Lebensverhältnisse zu gestalten, sei es eben im Wohnviertel oder in ihrer Arbeit in Parlamenten oder in Initiativen und Bewegungen. Und deshalb unterscheidet sich auch unser Angebot von dem anderer politischer Stiftungen. Es geht bei uns in erster Linie darum, dass Menschen für ihre Interessen und Anliegen aktiv werden können und dass sie diese erkennen und miteinander darüber sprechen können. Für uns ist Demokratie nicht ein Werkzeugkasten zur Verfolgung und Durchsetzung beliebiger Ziele, sondern eine Herausforderung, dass alle Menschen für ihre Interessen solidarisch eintreten können und das nicht nur am Wahltag. Und deshalb beruht unsere Arbeit auf den Veranstaltungen unserer Clubs zu inhaltlichen politischen Themen. Selbstverständlich haben wir auch Bildungsangebote aus dem Werkzeugkasten, die Werkzeugkastenthemen, und das werden wir sicher auch ausbauen können, wenn die uns nahestehende Partei wieder im Landtag ist und wir dafür auch wieder mehr Mittel haben werden. Auf der erwähnten Veranstaltung im Düsseldorfer Landtag wurden die Statistiken präsentiert, die zeigen, wie unterschiedlich die Wahlbeteiligung ist, je nach Wohngebiet, in den Wohlhabenden hoch, in den Armen niedrig. Die Schere geht immer weiter auseinander. Die Wahlen sind sicherlich nicht das A und O der Demokratie, aber diese rückläufige Wahlbeteiligung, gerade in den Vierteln, die nicht vom Wohlstand profitieren, ist ein Indikator für den schleichenden Legitimationsverlust der demokratischen Institutionen. Und dem kann man nicht nur mit Abwehrkämpfen begegnen und nicht nur mit der Beschwörung der Gefahren, die von rechts ausgehen. Wir sehen nicht nur die 20% oder wie viel auch immer, die jetzt AfD wählen, sondern auch die vielen, die sich engagieren in Willkommensinitiativen, in Nachbarschaftsinitiativen und so weiter, die gegen die Ausplünderung des afrikanischen Kontinents demonstrieren, gegen CETA und TTIP, gegen die Austeritätspolitik in Europa. Ihnen ist gemeinsam, dass Sie von dem menschlichen Grundbedürfnis nach Solidarität ausgehen, dass Sie sich nicht damit abfinden, dass immer mehr Lebens- und Arbeitsbereiche der Marktlogik und der Profitmaximierung ausgesetzt werden, dass die Individualisierung unseres Lebensumfeldes zunimmt und unser Alltag von Sachzwängen beherrscht wird. Eine solidarische Gesellschaft, das ist ein Leitbild, mit dem wir um die kulturelle Hegemonie kämpfen können. Auf Pegida-Demonstrationen und in den Social Media erleben wir eine Verrohung der Sprache, Beschimpfungen, Ausgrenzungen bis hin zu vermehrten Gewalttätigkeiten, einen Verfall der demokratischen politischen Kultur. Da machen wir nicht mit. Wir pflegen die Debattenkultur und tragen Meinungsverschiedenheiten in der Linken und darüber hinaus mit Argumenten aus, und dafür wollen wir unsere Teilnehmenden stark machen. In der Bildungsarbeit unserer Clubs konkretisiert sich das schon. Sie entsteht ja aus der Arbeit politischer Aktivistinnen und aus dem Bedürfnis, eine demokratische Öffentlichkeit zu schaffen. Unsere politische Bildung ist basisdemokratisch, das heißt, die Clubaktiven vor Ort wählen die Themen und kennen am besten die lokalen Verhältnisse. Als parteinahe Stiftung sehen wir uns aber auch der Politik der Linken verbunden. Wir hoffen, dass sie wieder in den Landtag kommt und wir auch wieder in die Landesförderung kommen. Wir haben eine Studie zur Schulpolitik vorgelegt und eine zur Mobilität in Nordrhein-Westfalen. Über die Schulstudie wurde auch schon viel diskutiert, auf Elternabenden und in der Presse. Wir wünschen uns eine ähnlich breite Resonanz für die sehr gute Mobilitätsstudie von Autoren aus dem Wuppertal-Institut. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir mit unserer Studie auch Anstöße für eine solche Debatte liefern könnten. Wir verstehen uns als eine Plattform, um die aktuellen Fragen zu diskutieren. Ich werde sie hier nicht alle aufzählen können, aber wir haben eben in der Vergangenheit sehr viel gemacht. Wir haben uns sehr viel mit Europa, mit dem Euro beschäftigt. Und die Frage, soll man nun aussteigen oder nicht, wird ja auch gerade in der gesellschaftlichen Linken sehr intensiv und sehr kontrovers diskutiert. Und da, glaube ich, haben wir auch weiter was dazu zu sagen. Es geht um die Frage, ob ein europäischer Sozialstaat möglich ist oder ob der national organisiert werden muss, wie sich die Gesellschaft durch Flüchtlinge und Migration verändert, was freie Zuwanderung eigentlich bedeutet für den Arbeitsmarkt,
machtpolitische Perspektiven der Linken und auch Fragen der inneren Sicherheit. Alles das sind Fragen, die wir weiter behandeln werden. Und wir haben dazu ja auch schon vieles geleistet. Wir haben Europaveranstaltungen gemacht. Wir haben Konferenzen zur Flüchtlingssituation gemacht und in der Vergangenheit uns auch sehr viel mit sozialpolitischen Fragen, etwa mit der prekären Arbeit, beschäftigt. Wir werden uns auch mit der Aneignung von Theorie weiter beschäftigen, wie das in der Tradition die marxistischen Abendschulen früher gemacht haben. Wir machen ein Marxismuswochenende, wir machen ein Wochenende zu Rosa Luxemburg. Wir haben Kapitalkurse, wir machen einen Kurs, einen langfristigen Kurs, Einstiege in die Politik für jüngere Menschen, der jetzt angelaufen ist und auch sehr gut läuft. Wir haben historische Themen, hatten hier in Wuppertal auch eine Konferenz zum Ersten Weltkrieg. Wir haben eine zu Viktor Agatz gemacht, dem Theoretiker der Gemeinwirtschaft. Wir haben 200, und wir werden im nächsten Jahr, im übernächsten Jahr uns mit 200 Jahre Karl Marx beschäftigen, mit der Oktoberrevolution. Wir werden auch im nächsten Jahr wahrscheinlich eine Exkursion nach Madrid zum Thema Bürgerkrieg in Spanien, vielleicht ein Jahr zu spät, wenn man jetzt immer von den Jubiläen ausgeht, aber immerhin, wir werden auch das machen. Ich denke, es gibt auch Themen, die wir noch stärker berücksichtigen müssen, die sozusagen die Politik des Alltags betreffen. Wohnformen, Genossenschaften, offene Gesellschaft, da müssen wir also unser Themenspektrum noch erweitern. Auch das habe ich gelernt auf unserer Exkursion nach Barcelona, wie wichtig solche alltagspolitischen Themen in der Gesellschaft eigentlich sind. Zur internationalen Solidarität haben wir hier eben in Wuppertal die Cross-Solidarity-Konferenz gemacht. Und ich denke, es geht eben nicht nur um die Krisenherde, mit denen wir uns beschäftigen müssen, sondern auch um die Möglichkeiten der Solidarität und Unterstützung. Etwa wenn es um Griechenland geht, auch da haben wir einiges anfangen.